Meine Lieben, dieses Video wird, glaube ich, so schnell keiner vergessen. Ich zeige euch heute, wie mein 323 Ti SLE Deutschlands meiste Ausstattung hat. Also ich hoffe, die Lichtverhältnisse passen. Ansonsten ist es halt ein bisschen dunkler. Ich werde euch jetzt einfach erstmal die Grundausstattung von meinem 323 SLE sagen. Ab Werk Serie wurde verbaut Diebstahl Warnanlage. Für die, was nicht wissen, was Diebstahl Warnanlage bedeutet, ist einfach eine Alarmanlage. Funk ZV mit natürlich halt Funk. Wisst ihr, was Funk ZV bedeutet, halt, wenn ihr den Funkschlüssel habt. Dann PLC, das ist der Bordcomputer vom Kompakt. M-Paket, ab Werk natürlich, wie gesagt, ist eine Serie. Lichtpaket bezieht sich auf die vorderen Laserlampen, die Sonnenblenden, die Schminkspiegel halt und hinten die einzelne kleine. Und unten im Fußraum die Fußraumbeleuchtung. Das bezieht sich aufs große Lichtpaket. So. Dann haben wir ein Nichtraucherpaket ab Werk, das jetzt auch eh nicht hat, weil ich das eh nicht brauche, weil ich ein Nichtraucher bin. Und dann hat er ein M-Lenkrad ab Werk. Es steht aber in der Wind drin, M-Multifunktionslenkrad. Muss ich auch kurz was dazu sagen. Und mich viele anschreiben, ja, meiner hat aber kein Multifunktionslenkrad, hat der Vorbesitzer bestimmt ausgebaut. Es steht bei mir auch drin, der hatte ab Werk kein Multifunktionslenkrad. Weil dieses Lenkrad ist einfach für Multifunktionstasten ausgelegt und deswegen steht es auch in der Wind drin. Also wenn ihr das mal drin stehen habt, wundert euch nicht, wo euer Multifunktionslenkrad drin habt. Beim E36 gab es das ab Werk nicht. Mittelarmlehne mit halt Mittelfach mit Mittelarmlehne. Dann Anthrazit, schwarz gehaltener Dachhimmel mit Schiebedach. Ihr seht, ist ja immer noch schwarz, habe ich ja neu bezogen. Dann Komfortschließen mit Schlüssel, also ins Schloss stecken, dann fahren die Fenster hoch. Das hat er ab Werk, dann rot-weiße Rückleuchten und weiße Frontblinker. M-Paket, Fahrwerk, elektrische Fensterheber im Vor und Sitzheizung im Vor. Monochromspiegel, also der automatisch abblendbare Spiegel. Und das, ja, soweit war es das jetzt fast. Und Klimaautomatik, Klima manuell, weil Automatik gab es beim Kompakt noch nicht. Klima, ja. Soweit war das jetzt in der Wind drin gestanden, was er ab Werk hat. Und jetzt kommen wir zu einer 1,5 Seiten großen DIN A4 Geschichte, was nachgerüstet wurde in den letzten 3,5 Jahren. Nachgerüstet wurde, wie ihr sehen könnt, in dem Kompakt schon mal unüblich das Armaturenbrett. Deswegen auch meine Aussage, der meist ausgestattetste Kompakt, weil wenn ihr das normale Armaturenbrett habt, was Serie verbaut ist, könnt ihr diese Ausstattungsvariante nicht haben, was ich habe, außer ihr habt das Armaturenbrett umgebaut. Genau, nachgerüstet wurde die Klimaautomatik, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier seht ihr Klimaautomatik, wenn ich jetzt Zündung anmache, seht ihr schon mal eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, die auch funktioniert tadellos. Ist auch befüllt, funktioniert. Hier mit AOC-Funktion. AOC bedeutet automatische Umluft.
Die schaltet automatisch um. Da ist ein AOC-Sensor vorne im Motorraum und der schaltet dann automatisch um. Habt ihr dieses A nicht, habt ihr nur eine Klimaautomatik. Als nächstes haben wir hier den Bordcomputer, der auch erfolgreich nachgerüstet wurde. Reichweite soweit funktioniert, Check-Control soweit funktioniert und alles andere auch funktioniert. Warum funktioniert die Reichweite? Ja, weil ich einen Touring-Tacho verbaut habe mit der Verbrauchsanzeige. Der gibt mir das TMLI-Signal raus, das der Bordcomputer braucht. Ja, Thema Check-Control ist auch so ein Thema. Im Kompakt realisierbar? Ja, nein, vielleicht. Doch, es ist realisierbar. Wenn man sich die Schaltpläne genau anschaut, kriegt man es hin. Wie ich zum Beispiel, habe es hier hinbekommen. Seht ihr auch in älteren Videos, wie das funktioniert. Dann gehen wir weiter. Multifunktionslenkrad. Multifunktionslenkrad, nachrüsten im E36, auch ganz einfach. Wenn man sich ein bisschen die Videos von mir anguckt, kriegt man das auch hin. Das hier ist für die Radiofunktion. Diese Tasten, wie ihr sehen könnt, ist für die Tempomat-Funktion. Ja, soweit alles nachgerüstet, funktioniert tadellos. Nächster Punkt auf der Liste, Tempomat. Wie gerade schon beim Multifunktionslenkrad angesprochen. Dieser hier funktioniert über die Multifunktionstasten, wird hier natürlich in den Innenraum geführt. Bautenzug geht zur Drosselklappe. Nächster Punkt auf meiner Liste, Freisprecheinrichtung. Hier oben ist das originale E39 Mikrofon verbaut, das hier unterhalb vom Bordcomputer an das Dentsion angeschlossen ist, womit das Dentsion über diesen Radio läuft. Der nächste Punkt auf meiner Liste, elektrische Ausstellfenster vom Coupé im E36 Kompakt. Ja, das ist realisierbar. Es gibt dazu keine Videoanleitung mehr von mir, die habe ich offline genommen. Gibt seine Gründe, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Genau, aber im Endeffekt ganz einfach umzusetzen. Nächster Punkt auf meiner Liste ist der beleuchtete Schaltknauf. Das ist aber nicht nur ein beleuchteter Schaltknauf, das ist der Shortshift mit beleuchteten Transparentemblem. Viele Leute fragen mich immer noch danach, wo kann ich das Transparentemblem kaufen? Das gibt es leider nicht mehr bei BMW. Wer zu Hause noch Glück hat, eins rumliegen zu haben, der soll sich glücklich schätzen. Die Dinger werden wahrscheinlich jetzt mittlerweile behandelt wie Gold. Dann als nächstes haben wir hier schon noch einen Schalter, den ihr gesehen habt die ganze Zeit. Das ist der Zentrallokschalter. Wenn ich mich jetzt ins Auto reinsetze und diesen Knopf betätige, kann ich nämlich hier jetzt die Türen mit dem Knopf auf- und zuschalten. Als nächstes auf der Liste steht Coming Home. Das seht ihr hier, das geht jetzt so an. Dazu gibt es auch eine Videoanleitung, wie man das verbaut. Was witzigerweise halt lustig ist, dass das Licht im Motorraum auch mit angeht. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Sache. Motorraumbeleuchtung habe ich auch nachgerüstet. Gab es nicht serienmäßig immer in jedem E36 verbaut. Gut, einen Punkt muss ich jetzt leider wegmachen. Das habe ich jetzt nicht mehr verbaut. Das ist die Komfortschließung per Funk. Die habe ich nicht mehr verbaut, weil da habe ich in älteren Videos schon mal gesagt, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. So, dann sind wir jetzt mal wieder hier in dem Frontbereich. Da habe ich jetzt auch einiges nachgerüstet. Da haben wir zum Beispiel hier einmal dann den PDC-Schalter aus dem E31, E32 verbaut. In Kombination gleichzeitig dann halt auch die PDC hinten in der Stoßstange. Dann haben wir hier einmal USB und AUX-Buchse verbaut aus dem E90. Hier der Klimanachrüstschalter aus dem E36. Der hat eine andere Funktion, muss ich aber jetzt hier nicht unbedingt preisgeben. Dann hier aus den neueren Modellen von BMW die USB-C-Dose zum Laden. Und dann natürlich hier noch Ambientbeleuchtung, wie auch im Fußraum Ambientbeleuchtung, genauso wie hier oben Ambientbeleuchtung. Dann kommen wir einmal zum Handschuhfach. Da hätte ich dann natürlich die originale BMW Taschenlampe verbaut, die mir netterweise die Steffi zum Umbauen geschenkt hat, da die kaputt war.
Danke dafür, Steffi. Als nächstes haben wir hier dann noch das CD-Fach verbaut, das sechsfache, das ist jetzt auch im Handschuhfach eingezogen. Dann gehen wir einmal kurz nach draußen. Wir haben hier originale Bosch-Linsenscheinwerfer verbaut, Rauchglas, Blinker, wie auch an der Seite. Dann hier vorne wie hinten Styling 32 vom E39 verbaut, ein Vogtland-Gewindefahrwerk. Genauso wie der Schriftzug ist wieder rangekommen, da der Vorbesitzer den entfernt hatte. Viele Fragen kommen auch über den Spoiler. Dazu werde ich in diesem Video jetzt nichts sagen, dazu spoilern wir in einem nächsten Video. Verbaut ist auch noch ein Heckrollo und was noch rausgekommen ist, die Scheibenfolie. Als nächstes auf der Liste steht meine OBD2-Dose, die hier unten ja beim 323 Abbaujahr 2000 schon vorhanden ist. Aber ich habe es geschafft, dass da drüber man auslesen kann. Als nächstes steht noch auf dem Zettel US-Standlicht, original vom US-Modell, ist aber abschaltbar über den Schalter. Und natürlich US-Tagfahrlicht darf auch nicht fehlen, das übrigens bis jetzt noch keiner bemängelt hat. Hier ist ein Relais dazu, original vom BMW. Ich packe euch mal die Teilnummer in die Beschreibung und das Video dazu zum Einbau. Und weil wir schon den Sicherungskasten offen haben, habe ich hier noch mein Komfortblinker-Relais. Einmal antippen, dreimal blinken. Jetzt haben wir nicht mehr viel auf der To-Do-Liste, aber ein was haben wir noch. Dieses Jahr neuer Schaltsack reingekommen. Danke nochmal Steffi, falls du das Video siehst, für das schöne neue Leder. Und hat echt wirklich den Wagen noch ein bisschen aufgewertet. Genauso wie den Handbremssack und den Handbremsgriff. Und die Mittelarmlehne, die ich schon seit letztem Jahr drin habe. Dann haben wir hier noch einen kleinen Punkt, den habe ich jetzt nicht auf der Liste stehen. Das ist mein selbstgebauter Getränkehalter. Nächster Punkt und ganz frischer Punkt ist der originale BMW CD 43 ist reingekommen. Nach langen, langen Suchen endlich einen vernünftigen, für einen vernünftigen Preis gefunden. Nächster Punkt ist der originale BMW E46. Innenraumspiegel mit der DWA-Funktion. Dafür ist dann die DWA-Leuchte in der Mittelkonsole rausgeflogen. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist natürlich die Soundanlage. Das ist die Anlage von Eaton. Da steht es nochmal drauf für alle, die es wissen wollen. Gibt auch separate Einbaututorials darüber. Im Kofferraum ist ein Subwoofer verbaut und vorne sind die POW 13 verbaut, genauso wie im Heck. Eines habe ich vergessen, in der Serienausstattung hat er noch die beheizten Waschspiegel. Vor allem Waschspiegel. Waschdüsen. Spiegel. Waschspiegel. Das war bestimmt noch nicht weit alles, was man so nachrüsten kann. Ich habe so das Gröbste nachgerüstet, was man nachrüsten kann. Es fehlt noch einiges, Leute. Es fehlt in der E36-Palette vieles. Das, wo ich wahrscheinlich auch selber noch nicht mal weiß, was es gibt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denken würdet oder was ihr euch vorstellen könnt, was noch fehlen könnte. Aber was ich dazu auch sagen muss, es ist langsam der Punkt angekommen, wo ich für mich selber sagen muss, ey Patrick, brems mal, jetzt ist gut, weil Kampfverbinder und so sind schon zweimal überbrückt und so. Langsam mal langsam tun. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich nicht einigen auf den Schlips getreten habe. Wegen dem Videotitel. Nimmt's mit Humor. Wie gesagt, das ist der meist ausgestattetste Kompakt, den ich jetzt in meinem Community-Umfeld kenne. Also ich kenne keinen anderen. Gut, wenn ihr natürlich die Ausstellungsvariante haben wollt in euren Kompakten, wie ich es habe, müsst ihr das Armaturenbrett früher oder später trotzdem umbauen oder ihr schneidet einfach ein fettes Loch in euer Armaturenbrett rein und klatscht da alles so rein.
yeah.